Und das würde ich dementsprechend dann auch ganz gerne tun. So. Schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Oh, der Imp ist schon ziemlich hoch. Stufe 3 Imp. Da war noch ein Imp. Der war noch auch hoch, oder? Da ist der. Okay, noch eine Stufe 3 Imp. Perfekt. Die nehme ich dann ganz gerne hier rein. Der turniert da fleißig weiter. Tür ist abgeschlossen. Ein neuer Spruch. Blöde Spinne da. Will ich noch mehr Spinnen? Mit den scheiß Spinnen hier. Auch wenn die Stufe 5 sind oder so. Durch eure Opfergabe geehrt. Da nehme ich nämlich lieber den Teufler Stufe 5. Die Götter haben euer Angebot belohnt. So, du gehst mal auch trainieren. Dich nehme ich nämlich ganz gerne auf einer hohen Stufe. Zack. So, wir können das hier eigentlich abschließen. Hier mal die Kammer füllen. Und dann können wir eigentlich mal schauen. Ach, wir haben keine eiserne Jungfrau mehr. Das ist schade. Damned. Und jetzt natürlich auch keine Spinne oder so mehr, um uns eine zu machen. Schade, schade. Komisch, dass keine eiserne Jungfrau reingekommen ist. Das hätte ich ja schon erwartet. Aber egal. Das ist nicht so schlimm. Rennt er jetzt dahin? Nee, rennt er nicht. Verdammte. Dann ist der Raum hier echt nutzlos. Das ist ja kacke. Wenn der dahin rennt zum Zahltag. Also geht doch nicht in jedem Raum ein. Geht's doch nicht überall eine Schatzkammer und überall ist das Gleiche. So. Ja, ich opfere ein paar Imps. Das hat auch einen speziellen Effekt. Und zwar werden Imps dadurch an sich günstiger. So, wir werden es jetzt nochmal versuchen, da was reinzuwerfen. Vielleicht bleibt das dann auch mal drin. Es wird auf jeden Fall noch nicht aufgezehrt. Doch. Scheiße. Ah, so ein Müll. So ein blöder Müll. Die sind voll teuer noch, ey. Scheiß Imps. Mal welche opfern. So. Oh, das ist eine Stufe 3 Imp. Den möchte ich ungern opfern. Passt. Dann können wir nämlich gleich ein paar Imps totschlagen auf dem Friedhof. Ey, lass mal Imps auf dem Friedhof totschlagen. Und, ja, das finde ich ganz besonders toll. Weil wir dann nämlich zumindest schon mal ein paar Kreaturen hätten, die da tot rumliegen würden. Wir könnten natürlich auch einfach es uns einfacher machen und die hier reinwerfen und dann sterben sie auch irgendwann. Aber da ist der blöde Nebeneffekt, dass da vielleicht Geister dabei rauskommen. So. Hier bauen wir jetzt noch ein bisschen was ab. Das ist aber kacke, dass sich die Schatzkammer von dem Horny da leert. Die Kammer hat sich auch geleert. So ein blöder Müll. Ärgerlich. Egal. Jetzt mal ein bisschen schneller machen. Und ich baue jetzt mal hier vorbei.
Hier irgendwo sind auf jeden Fall, wo ist ein Horny gerade? Ach, der hatte Hunger. Viecher unterwegs. Irgendwo dort in der Gegend. Stufe 5 hat sie. Okay. 3 werde ich nochmal in den Tempel schmeißen. Götter fühlen sich durch euren so. Eine Tür wurde hergestellt. Eure Hand ist nicht so. Tot, 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 tot. Dauert ein bisschen. Eigentlich können wir das ein bisschen simpler machen. Verdammter Imp! Ach, come on. Es kostet halt auch Geld, wenn ich die so töte. Das ist das Nervige. Oh ja. Ah, schlagen wir ihn halt ganz normal tot. Das geht natürlich auch. So. Nummer 2. Ich glaube, 10 Kreaturen braucht man für einen Vampir. So. 3. Dass sie so viel aushalten müssen, ne? Die Imps. So, leg die mal hier sortiert hin. Zack. Ihr wisst schon, dass ihr euch jetzt in die Falle begeben habt, ne? Blöden Imps. Ja, ja. So, du bist auch Stufe 1. Du kannst auch sterben. So, wunderbar. Aber guck mal, erstmal nimm mal deinen Kollegen hier und pack ihn da hin. Perfekt. So, wunderbar. Ach, der ist ja auch schon fast tot. Na, dann können wir den auch noch. Dann können wir den auch noch umbringen. Der hat sogar noch Geld bei. Schau mal einer an. So. Bauen wir doch mal hier ein bisschen was. Imps sind jetzt äußerst günstig, dadurch, dass wir ein paar geopfert haben. Also im Tempel, nicht jetzt beim Friedhof. Meine ich. So, hier können wir nochmal eine Goldkammer hinbauen. Denn wir haben hier gleich nochmal ein paar mächtige Goldreserven, die wir angehen können. Haben wir da unten eigentlich noch was? Machen wir noch ein Feld. Ist ja süß. Das ist ja süß. Was könnten wir dann noch opfern? Ist hier langweilig? Aber einen Dreier möchte ich nicht opfern. Na gut. Der nächste muss dann glauben. Er ist halt effektiv. So. Also bald müsste es doch mal reichen. Auch noch her. So bekommt man halt gut einen Mr. Vampire. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Balken für gibt, ob der graue Balken es anzeigt, wann es soweit ist. So. Bringen wir mal an die richtige Stelle. Ich glaube, das könnte jetzt schon gleich soweit sein. Hau ich noch tot. Dann müsste es eigentlich jetzt. Könnte der letzte gewesen sein. Bin mir nicht sicher. Und? Ha, verdammt. Einen noch. Ist der letzte jetzt, versprochen. Ihr weint bestimmt schon, weil ich so arme Imps quäle, aber. Bring ihn mal an die richtige Stelle. Verdammt, immer noch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Immer noch nicht. Na, kommt her. Mach das mal hier so ganz
Oh! Also doch. Ihr habt euch in ein neues Gebiet vorgegraben. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Boah, der kann ruhig sterben. Habe ich nichts gegen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Tag. Oh, Horny, 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 Horny. Eure Kreaturen werden angegriffen. Horny will sein Geld. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. So. Aber welche Kreatur? Sofern der nicht unterliegt? Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. Eure Kreaturen werden angegriffen. Perfekt. Sage mal. Clown da oben. Perfekt. Super. Genau, dann sollte er hin. Ah, warte mal, ich will gar keine Gefangenen nehmen. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Gut, uns weiter trainieren. So. Perfekt. Ja, der ist hier ziemlich stark. Und von mir aus können da auch ein paar von den Dingern sterben. Eure Kreaturen werden wenn er die mal nehmen würde. Eure Kreaturen unterliegen. Oh Junge. Eure Kreaturen stürzen hast es bald. Eure Kreaturen unterliegen. So, der noch. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ja, komm schon. Machen Platz. Ist nicht groß genug. Eure Untergebenen tragen den wunderbar. Davon. So wollte ich das haben. Also. Den kannst du da ruhig umbringen. Eure Kreaturen bekämpfen sich gegenseitig. So. Bis Stufe 3. Achso, über den Vampir wollte ich noch ein bisschen was erzählen. Bis Stufe 3 ist er relativ schnell zu trainieren. Später dauert es ein bisschen länger. Das liegt aber auch daran, dass er ja eigentlich unsterblich wird. Der hat eine spezielle Fähigkeit. Wenn er einmal stirbt, dann wie sage ich das am besten? Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen. Oh, come on. Wisst ihr, dass ihr unglaublich nervig seid? Ja, wenn er einmal stirbt, dann und über Stufe 3 ist, glaube ich, dann steht er als neuer Vampir mit einer niedrigeren Stufe auf. Also er verliert dann eine Stufe quasi und steht dann wieder von den Toten auf. Ziemlich cool eigentlich. Und der ist einfach mal um Welten mächtiger als der Zauberer. Allein aufgrund der Tatsache, dass er im Endeffekt unsterblich ist. Das macht ihn schon echt kostbar. Und, ja. Der ist einfach auch im Kampf. Im Nahkampf ist er weitaus stärker und der hält viel mehr aus. Der teleportiert sich, wenn er wenn die Stufe hoch genug ist, teleportiert er sich kurz bevor er stirbt einfach in sein Schlafgemach zurück und überlebt es deswegen die meisten Kämpfe. Und. Ganz viele Sachen. Er ist auch sehr gut im Forschen. Ich glaube, der ist ähnlich gut oder sogar ein kleines Stückchen besser als der Magier. Als der Zauberer. Aber da bin ich mir nicht sicher. Nach Stufe 3 braucht er nur ein bisschen länger, um zu trainieren. Da ist er nicht ganz so fix. Ich sollte aber trotzdem vielleicht die guten Vampire in ein extra Schlafgemach unterbringen, weil ich habe ja jetzt auch schon ein paar Stufe 6 Magier, die natürlich auch wenn sie schwächer sind als ein Vampir, möchte ich sie dann trotzdem nicht so einfach opfern, weil Käsebrot. Nee, weil die natürlich auch ganz effektiv sind, beziehungsweise ganz nett sind. Wieder geheilt. Geheilt. Geheilt sei der Name. Wie sieht's denn aus?
so eine Tür kaputt machen. Die Dicken gehen jetzt gar nicht mehr hier in die Kammer, oder was? Oder wie, oder was? Achso, ist glaube ich nur ein Weg, oder? In den, ist hier ein Raum? Könnten nämlich ja auch nach Westen gehen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Von wem denn? Von wem denn, hä? Ist doch niemand. So. So. Okay. Ach so, jetzt ist da jemand. Komm mal her. Oh, das war's dann schon mit ihr. Gut. Dann haben wir dieses Gebiet auch schon wieder. Und die Tante ist auch tot. Oh, da sind ja noch mehr. Was geht denn? Boah, das ist jetzt aber unfair, was ihr da macht. So. Die Hornys sind natürlich auch, die Teufler sind auch sehr stark. Aber das wisst ihr bestimmt schon. Glaube ich, habe ich sogar schon mal gesagt. Okay, wir werden jetzt noch den Raum hier einnehmen und dann werde ich euch aufs nächste Mal vertrösten, weil wir dann eine kleine Aufnahmepause machen. So, Kreatur wiederbeleben ist das. Alles klar, wir speichern hier ab. Kampagne. Können wir noch machen. LP. Spiel gespeichert. Und das war es dann von mir. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Euer Rio. Ciao.